Ja, das Generationenmanifest immer mehr unterzeichnen. Wir sind jetzt, wo wir gerade das Interview machen, bei 25.000. Du hast angefangen, warst einer der Ersten. Warum? Weil ich es mag, wenn man bestimmten Leuten, die einfach nicht aus ihrem Schneckenhaus rauskommen, in diesem Falle halt unsere Spitzenpolitiker, mal ein bisschen willentlich die Pistole auf die Brust drückt. Also wirklich, wenn dann mal jemand daherkommt und sagt, pass mal auf, wir stehen kurz vor einer Wahl, wir haben hier ein paar Punkte, unterzeichnet das, zeigt den Leuten, dass ihr willens seid für die kommende und vor allen Dingen die darauf kommende Generation zu handeln. Und zwar so zielgerichtet nach diesen Punkten, dass man halt nicht immer weiter Deutschland in den Dreck wirtschaftet, in den Ruin irgendwie reinwirtschaftet, sondern dass man mal sagt, pass mal auf Leute, in 100 Jahren gibt es immer noch Menschen, Söhne, Töchter, Enkel und so weiter hier in Deutschland, die vernünftig auf dieser Welt leben wollen und auch vernünftig in diesem Land leben wollen. Deswegen finde ich einige dieser Punkte in diesem Generationenmanifest unfassbar gut und finde, dass es das verdient hat, wirklich, dass das nach außen getragen wird auch. Und vor allen Dingen, dass man auch die Leute erreicht, die davon direkt betroffen sind. Klar, nicht jeder ist 18 und darf das Ding unterschreiben, aber auch jeder, der 13, 14, 15 Jahre alt ist, interessiert sich mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür und sollte sich auch dafür interessieren, finde ich. Und vor allen Dingen, es ist ja nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern man kann ja wirklich die Politik damit beeinflussen. Es hat sich jetzt gezeigt, die Ersten werden darauf aufmerksam. Übrigens hier unten der Link auch im Video. Ihr könnt da draufklicken, euch das durchlesen, unterzeichnen. Wir können wirklich die Politik damit beeinflussen. Was ist dein Eindruck, warum das bei den Politikern so ist, wie du es beschrieben hast? Sind die eben einfach in ihrem Alltagstrott so gefangen, dass sie nicht mehr Politik gestalten können? Oder was muss sich da ändern? Ändern muss sich da eine ganze Menge. In diesem Falle finde ich es halt interessant, dass die Politiker selbst wirklich etwas unterschreiben sollen, was dann so vertragsähnlich quasi situiert ist. Was mir bei dem Ding, was ich einfach nochmal betonen will, wichtig war, wo ich auch im Vorfeld viel dazu recherchiert habe, ist, dass es auf gar keinen Fall irgendwie parteigerichtet ist. Ich wollte, wenn ich schon was unterstütze, was politisch ist, nicht eingreifen in irgendeine Partei. Ich wollte nicht irgendeine Partei bevorzugen oder irgendwas, weil davon bin ich überhaupt kein Freund. Aber das Ding zwingt halt Leute konkret, wenn sie unterschreiben, was zu tun. Und in diesem Fall ist es so, dass ich finde, dass die Politik in Deutschland sehr diesen demokratischen Gedanken, den sie erhegt, selbst torpediert. Und zwar insofern, dass Wähler es hinnehmen, dass Politiker lügen. Weil aber auch niemand, der die Wahrheit sagen würde, zum Beispiel, ja, Deutschland ist zurzeit ziemlich, wir haben den Karren ziemlich in Dreck gefahren. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir da wieder rauskommen und können halt nicht 1000 neue Schulen und Kitas bauen und so weiter und so fort, weil die Kohle nicht da ist. Das darf aber keiner sagen, der wird ja nicht gewählt. Ja? Deswegen nehmen die Wähler es hin, belogen zu werden und unterscheiden dann nur noch in die Wahl des kleineren Übels. Und das ist, was ich allerdings finde, was in einer Demokratie so nicht geht. Und in diesem Fall gibt es ein paar Punkte, wo jemand sagt, ja, ich verpflichte mich und meine Partei dazu, nach diesen Punkten zu agieren. Und ich denke mal, dass das wirklich Einfluss haben könnte, nicht nur auf, was weiß ich jetzt, beispielsweise ein Wahlergebnis, sondern auch vielleicht auf so innerparteiliches Denken, wenn schon jemand, der irgendwas zu sagen hat, da unterschreibt. Das heißt, die Idee dahinter ist nicht, dass nur Wähler dort unterzeichnen, sondern dass auch später eben die Politiker gegenzeichnen und sagen, ich verpflichte mich dazu. Weil ich glaube, es gibt auch kein Ziel in dem ganzen Manifest, was irgendeinem Parteiprogramm widerspricht. Mhm. Eigentlich können das ja alle Politiker unterschreiben, aber sie tun es nicht. Ja. Also sie handeln nicht danach. Interessant ist auch, dass dieses Manifest ja veröffentlicht wurde, auch in einer großen Tageszeitschrift, und dass dieses Manifest auch bereits einzelnen Politikern zugekommen ist. Also man hat es denen zukommen lassen und es wird gekonnt wegignoriert. Ist ja eine sehr, sehr beliebte Strategie in Deutschland, Sachen totzuschweigen. Und bei diesem Ding ist es halt tatsächlich so, dass die PR einfach, wie ich persönlich finde, so schlecht war, dass ich persönlich hatte davon noch gar nichts mitbekommen, bis ich dann mal den Kontakt quasi aufgenommen hatte und das so für mich entdeckt habe und mir gedacht habe, das muss man mal irgendwo jemandem zeigen. Und da bietet sich halt YouTube gerade bei dem, was ich in den News und so mache, natürlich dementsprechend gut dafür an. Und ich hoffe halt einfach mal, dass das ein bisschen aufrüttelt. Und wenn wir es halt wirklich schaffen, oder beziehungsweise wenn das Generationenmanifest es schafft, dass so viele Leute wie geplant, also 100.000 Leute unterzeichnen, dann kann man das nicht mehr ignorieren.
und es könnte wirklich unsere Politik beeinflussen. Könnte. Weil die Idee, was du ja auch schon gesagt hast, aber das finde ich wahnsinnig wichtig ist, die unterschreiben das dann und die können nicht wie bei was anderem sagen, ja, das haben wir ja nicht gewusst, das Geld ist ja gar nicht da, als hätte das einer nicht gewusst, sondern sie haben es unterschrieben. Sie sind einen Pakt eingegangen und einen wahnsinnig wichtigen, weil das, was im Moment gemacht wird, das ist ja alles auf Kosten der junge Generation, und zwar nicht nur von euch, sondern auch der Nächsten, die jetzt 1, 2, 3 Jahre alt sind. Ja, ja. Das kann sich ja irgendwann keiner mehr leisten. Richtig. Was ich allerdings da wirklich so wichtig finde, ist, dass was man auch verstehen muss, ist, dass das nicht die Politiker unterzeichnen nicht irgendwas, was sich ein paar schlaue Köpfe oder ein paar Menschen aus den Medien oder irgendwie ausgedacht haben. Die Politiker unterschreiben dann was, wofür hoffentlich 100.000 Menschen gegengezeichnet haben und sich das auch wünschen. Also sagen wir mal hoffentlich mindestens 100.000, mal sehen. Und das ist halt so ein Ding, da verspricht man dann nicht nur irgendwie medienwirksam oder weil es gerade gehypt wird oder sonst irgendwie was jemandem. Das ist nicht wie so ein Wahlprogramm, wo man halt sagt, hier, wir machen jetzt alles geil und hinterher dann so, klang ja gut, aber gucken wir erstmal, was wir wirklich machen. Sondern das ist so ein Ding, das wollen so unfassbar viele Leute und so unfassbar viele Leute, jetzt schon fast 30.000, dass das durchgesetzt wird, die da sich dann wirklich rauszuwinden bei Sachen, die so konkret sind, das wird richtig schwer. Und deswegen glaube ich aber auch, ist dieses Pistole auf die Brust setzen so wichtig mit diesen vielen Unterschriften, weil momentan weigern sie sich ja sehr gekonnt, da eine Unterschrift drunter zu setzen. Und es ist, das darf man nicht vergessen, eine einmalige Chance. Jetzt sind die Bundestagswahlen. In den nächsten 4 Jahren wird man keinen dazu kriegen, da irgendwas zu tun. Ja. Jetzt haben wir die Chance zu sagen, unterschreibt jetzt und dann können wir die nächsten 4 Jahre da euch auf die Finger gucken. Die nächste Chance ist erst in 4 Jahren und dann ist ja wieder so viel falsch gemacht worden. Ja. Gut, also ich finde, unterschreiben und dass wir die 100.000 hinkriegen, fände ich fantastisch. Und dann gucken wir mal, was hier YouTube alles bewegen kann und die Leute, die darauf aktiv sind. Vielen Dank und bis dann, bleibt dran. Ciao. Mach's gut.